Und damit herzlich willkommen zurück zu Scene Talk und wir reden über einen Heimkinostart. Und zwar im Stile von Marvel aus irgendeinem Grund. Und zwar mit Owen Wilson, wir sprechen über Secret Headquarters. Und wie ich den fand, das verrate ich euch nach dem Trailer. Your dad's a superhero. No, my dad can't handle hot wings. Hey, Lizzie with Maya, 9 o'clock. Sorry about the game, but we're gonna have fun tonight. Oh, let me guess, another IT conference? I'm gonna be back in a couple days, tops. Hey, Mom. Dad has a work emergency, so can you come pick me up? I love it when you call me Mom. Let's throw a rager. What's happening? Please don't touch me. This is so tight. It's some kind of superhero lair. Your dad's a superhero. What? No, my dad can't handle hot wings. Step, step, step into the spotlight. Check this out. What? I have a crazy idea. And the crowd goes. Step into the spotlight. Please don't kill me. Now that's fast. We got him. Whoever has this technology can do anything. We gotta save my dad's tech before they destroy the world. We got this. What are you gonna do? Tickle torture me? Oh, dude, that was too long! That was way too long. Whoa, whoa, don't shoot. I'm the IT guy. I was alerted to a security breach. Why couldn't you tell me about your secret identity? How am I supposed to say, oh, by the way, some alien power source chose me to be the guardian of the planet? It makes you sound crazy, right? Yes. Playtime's over, kids. Prepare for war. Warm. Yeah. So hot. You got the winter suit. In Secret Headquarters geht es um Charlie Kincaid, gespielt von Walker Scobell. Er lädt Freunde zu sich nach Hause ein, nachdem sein Vater mal weg ist, der in der letzten Zeit ziemlich kurios wirkt, auch wenn er Nachrichten immer darüber sieht, dass es einen Superheld gibt und gerade dass der Vater immer dann weg ist, wenn diese Sachen passieren. Und findet dann quasi im Haus ein komisches Hauptquartier unterhalb des Hauses. Er weiht seine Freunde direkt ein, zeigt es ihnen und kriegt immer mehr irgendwie das Gefühl, vielleicht ist ja, und mein Kater kommt schon wieder. Bert, du warst doch gerade erst hier, geh weg. So, und kriegt irgendwie immer wieder das Gefühl, dass sein Vater vielleicht der Superheld The Guard ist. Doch, nicht nur er oder sie haben es irgendwie abgesehen, dass sich dieses Headquarter angucken, sondern auch böse Feinde, die sie dann innerhalb dieses Headquarters in die Mangel nehmen. Und das ist im Grunde die Geschichte. Übrigens für alle, die kein Englisch kennen, Secret Headquarters ist ein geheimes Hauptquartier, übersetzt. So, der deutsche Titel ist auch kurioserweise Secret Headquarters, das geheime Hauptquartier, was absoluter Bullshit ist, weil es ist doppelt gemoppelt und ich weiß auch nicht warum. Jedenfalls, ich habe den Film vor einer ganzen Weile gesehen, ich glaube im November schon oder Oktober, ich weiß es gar nicht mehr, und fand den damals nur so mittel. Und das hat auch viele unterschiedliche Gründe. Einerseits ist Owen Wilson quasi einfach nur ein paar Sekunden am Anfang und am Ende zu sehen, also nicht wirklich viel. Der ist halt groß auf dem Cover, weil wow, Owen Wilson, aber im Grunde ist es ein Teenie-Action-Ding, wo die Teenager selbst versuchen müssen, gegen die Bösewichte, die in dieses Headquarter reinkommen, standzuhalten. Also ein bisschen auch Die Hard für Kids, wenn man das so sehen möchte. Es ist alles sehr übertrieben, es ist viel zu bunt, die Gags zünden leider überhaupt nicht und
So kommt dieses Comedy-Element überhaupt gar nicht wirklich durch. Michael Pinard als Bösewicht ist komplett fehlbesetzt, aber Michael Pinard kann auch nicht wirklich gut schauspielern, das muss man leider auch noch dazu sagen. Aber der overactet sich hier durch die Szenerie, dass das schon teilweise einfach Fremdschämen ist. Owen Wilson liefert tatsächlich eine ganz solide Performance ab, die Kinderdarsteller auch, also das muss man wirklich sagen, die Kinderdarsteller haben sichtlich Spaß an der Sause hier, aber wenn der Film weder gute Action mitbringt, noch nachvollziehbare Entscheidungen der Charaktere mitbringt, dann weiß ich aber auch nicht, was das alles soll. Und jetzt wird nebenan gebohrt, na toll, tut mir leid, wenn man das jetzt in der Tonaufnahme hört, das ist ein bisschen blöd. Ich finde tatsächlich ganz gut, wenn Owen Wilson in seinem Suit zu sehen ist, also das CGI, was da anbelangt, ist ganz okay. Ich finde auch seine Szenen gerade mit den Kids am besten, die funktionieren gut und es gibt so einzelne kleinere Momente, wo ich sage, ach, das ist ganz süß, das ist ganz putzig, aber mehr leider auch nicht. Und so versinkt der Film leider mir, meiner Meinung nach, zu sehr im Mittelmaß. Und das finde ich dann auch ein bisschen enttäuschend, gerade weil ich mir aufgrund von Owen Wilson und aufgrund dieser etwas anders gelagerten Superheldengeschichte doch Interesse gezeigt habe. Ich gebe Secret Headquarters 5 von 10 möglichen Punkten. Habt ihr den vielleicht schon irgendwie gesehen? Wenn ja, schreibt es mir in die Kommentare. Ich würde mich sehr darüber freuen. Morgen hören wir uns wieder bei einer neuen Kritik. Bis dahin, tschüss, haut rein und bye.